Heute erzähle ich ein Fingerversli von der Mutter Erde. Und dass man besser weiss, wer das ist, habe ich ein schönes Bilderbuch gefunden. Das heisst Wurzelkind. Und die Wurzelkinder, die arbeiten bei den Wurzeln unten und Wasser geben und schauen und schieben und schauen, dass eben Pflanzen und Gräser wachsen. Im Herbst sieht man hier gerade die zwei, die winken sie lang. Adieu, wir gehen schlafen, wo im Winter gehen sie zurück in die Erde. Und schlafen und sich vorbereiten aber auf den Frühling. Und die Mutter Erde geht sie dann wecken. Und hier sieht man es gerade, wenn es dann anfängt, man anfängt zu spüren, dass es auf der Erde wärmer wird, dass die Frau Tau dort schaut, dass die Tau an allen Orten, dann spüren die Wurzelkinder das. Dann fühlen sie sich an von Strecken und blinzeln und in den Haaren reiben. Und dann kommt eben Mutter Erde vorbei und sagt, hopp, hopp, aufstehen, es wird gleich Frühling. Ihr müsst arbeiten, Kleidchen nähen und dann geht es auf und auf die Erde. Und das sieht dann nachher so aus. Die helfen alle und schleifen dann raus aus dem Boden. Eben wie zum Beispiel das Schneeglöckchen zuerst oder ein Vergissmeinnicht oder ein Krokus. Und alle Gräser, die Gräser kommen auch gleich, die werden mattengrün. Und dann hat es auch Käferli und Würmli, und die raufkommen. Und das ist der Anfang vom Frühling. Und jetzt zeige ich euch das Fingerversli von der Erdenmutter. Mutter Erde sagt, ich habe vier Kinder. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Die Erdenmutter sagt, der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Gras und Klee, der Herbst bringt Trauben und der Winter bringt Schnee. Und dann ist gerade das ganze Jahr durch. Ich muss noch einmal sagen. Die Erdenmutter sagt, ich habe vier Kinder. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Und die Erdenmutter sagt, der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Gras und Klee und der Herbst bringt Trauben und der Winter bringt Schnee. Und wenn ihr das jetzt aufsagt, dann wisst ihr alle vier Jahreszeiten.